Herzlich willkommen auf meinem Kanal Grundschulwissen to go. Ihr seht, ich bin heute mal nicht im Klassenraum unterwegs, sondern an der freien Natur, denn wir haben ein neues Thema. Bevor wir in das Video aber einsteigen, schaut am besten unten in die Videobeschreibung hinein, denn dort findet ihr zu dem Video das Arbeitsblatt, das ihr zu dem Video auch braucht. Schaut es euch an oder druckt es vielleicht vorher aus, bevor wir mit dem Video starten. Denn das Thema, mit dem wir heute starten, ist Thüringen. Wir legen los. Ein falscher Freund und ein echter Schatz. In früheren Zeiten litten viele Menschen unter großer Armut. Während Grafen und Fürsten in ihren Burgen und Schlössern in Saus und Braus lebten, reichte bei den einfachen Leuten das Geld oft kaum zum Überleben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie davon träumten, einmal einen Schatz zu finden. Denn dann hätte ihre Armut auf einen Schlag ein Ende. Die Menschen erzählten sich, dass im Inneren der Thüringer Berge viele Schätze verborgen waren. In manchen Höhlen sollte das Gold wie Eiszapfen von den Wänden hängen, bewacht von einer Schlange. Also wurden fleißig nach Bodenschätzen gegraben. Nach Gold, Silber, Kupfer, Kobalt und Eisen. Nach Mineralien, Salz, Gips und Kohle. In den Ruinen alter Klöster lagen angeblich kostbare Altargeräte und Heiligtümer zu Bündeln verschnürt und versteckt. Auch in den Kellern verfallener Burgen vermutete man große Schätze. Truhen voller Schmuck und Münzen, dazu große Fässer voll mit allerbesten Wein. In Saalfeld träumte eines Nachts ein junger Mann von einem großen Schatz. Im Traum sah er genau die Stelle, wo er danach graben musste. Tags darauf erzählte er seinen Freund davon, doch der lachte nur und sagte: "Vergiss es. Ich habe schon so oft von Schätzen geträumt, aber noch nie ist einer dieser Träume in Erfüllung gegangen." In der nächsten Nacht schlich sich dieser hinterhältige Freund zur besagten Stelle. Im Lichtschein seiner Laterne schaufelte er das Erdreich auf. Und tatsächlich stieß er schon bald auf einen verschlossenen Topf. Er grub weiter, buddelte den Topf aus und holte freudig den Deckel hoch. Da blickte ihm jedoch kein Gold entgegen. Der Topf war randvoll mit Ameisen. Verärgert nahm er das Gefäß mit nach Haus und schüttelte den Inhalt seinem schlafenden Freund ins Bett. Dann wartete er draußen vor der Kammer darauf, dass die Bisse der Ameisen den Schlafenden wecken würden. Doch er wartete vergebens. Der Freund schlief tief und fest und erwachte erst am nächsten Morgen. Da lag er inmitten von vielen, vielen Goldstücken. So einfach ist sein Traum wahr geworden. Im Schlaf. Was ich euch gerade vorgelesen habe, das war eine Sage. Sagen gibt es überall auf der Welt. Zu jedem Ort gibt es wahrscheinlich auch eine Sage. Und diese Sage handelte von Saalfeld. Also genau da, wo ich mich jetzt hier befinde. Ich stehe hier vor dem Hohen Schwarm, eine Sehenswürdigkeit, die in Saalfeld steht. Ihr seht selber, es ist eine verlassene Burgruine, die mitten in der Stadt steht. Und solche Sehenswürdigkeiten gibt es auch woanders. Aber wo ist woanders? Schauen wir uns das doch mal auf der Karte an. Balduin, kannst du mir dabei helfen? Ja, klar. Okay, los geht's. Also, lieber Herr Göttert, das ist die Welt. Ach, das Bild kenne ich doch irgendwoher. Wo sieht man das gleich nochmal? Na, entweder auf einem Globus, einem Atlas oder einer Landkarte. Oder schaust ins Internet. Was? Da gibt's die ganze Welt? Na, also nicht so, wie du das kennst. Es ist immer noch schöner, in der Natur rumzulaufen und die Welt zu entdecken, als das Ganze nur dort zu sehen. Aber es hilft einem dabei. Okay. Und wo ist denn jetzt Saalfeld?
Wir stehen doch gerade dort. Ja, das wirst du sehen, wenn du näher herangehst. Wenn du meinst. So. Oh, nein, du sollst zoomen und nicht mit dem Kopf näher an den Monitor gehen. Oh, Entschuldigung. Aber wohin soll ich denn jetzt zoomen? Wenn du genau hinschaust, dann siehst du auf der Karte ein Land mit einem Stiefel. Und ein Land sieht ein wenig aus wie ein Stachel eines Skorpions. Ja. Meinst du das? Genau, das ist Europa. Ich kann hier nichts erkennen. Ist ja alles schwarz-weiß. Warte, ich schalte die Farbe an. Ah, genau. Jetzt kann ich auch erkennen, was die Linien zu bedeuten haben. Also, das Grüne ist das Land und das Blaue ist das Meer. Genau. Gut. Aber wo ist denn jetzt Saalfeld? Geduld, Geduld. Wir sind immer noch viel zu weit draußen. Schau mal, da ist ein Land umrandet. Stimmt. Ist das eine Mauer? Nein, das sind Landesgrenzen. Okay. Landesgrenzen haben doch nur Länder. Aber das sind ja viele kleine Länder. Mensch, jetzt wartet doch mal die Zeit ab. Die dicken Linien ist die Landesgrenze von Deutschland. Ah, das ist Deutschland? Ja. Und die kleinen feinen Linien, das sind die Bundesländer von Deutschland. Verstehe. Ich zoome mal rein, dann können wir uns das mal genauer ansehen. Gute Idee. Das sind 17 Bundesländer. Ich dachte, das waren immer 16. Da hast du ja auch recht. Es gibt ein Bundesland, das gibt es doppelt. Muss ich jetzt Fieber messen, weil ich alles doppelt sehe? Nee, so langsam glaube ich, du solltest lieber Fieber messen, weil du so häufig komische Fragen stellst. Okay. Also das Bundesland, was du doppelt siehst, nennt sich Bremen. Der eine Teil, der an der Nordsee liegt, nennt man Bremerhaven und den anderen Bremen. Länder, welche losgelöst von ihrem eigenen Land sind, aber zu diesem gehören, nennt man Exklave. Interessant. Gibt es sowas öfter? Ja, auch in Deutschland. Sogar in Thüringen gibt es eine Exklave von Sachsen-Anhalt. Da wohnt aber keiner, bis auf meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Uhus. Alles klar. Spannend. Was sind denn das für andere Bundesländer? Insgesamt gibt es 3 Stadtstaaten. Einen kennst du schon. Das ist Bremen. Dann gibt es da noch Hamburg und Berlin. Und dann gibt es noch Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und zu guter Letzt Thüringen. Jetzt haben wir alle Bundesländer. Wo ist denn nun Saalfeld? Damit wir das sehen, musst du noch weiter zoomen. Wohin denn? Ja, nach Thüringen. Die Folge dreht sich doch um dieses Bundesland. Okay. Ach du meine Güte. Das sind ja noch mehr Linien. Hat das denn kein Ende? Wer soll sich denn da noch zurechtfinden? Dafür gibt es doch auch eine Legende. Also ich kenne Legenden höchstens aus dem Deutschunterricht. Na, die ist auch etwas anders. Da werden wichtige Dinge für eine Karte erklärt. Zum Beispiel, wofür die doppelt gezogene Linie steht. Wofür die dicke Linie und die dünne Linie steht. Da steht dann auch drin, welche Punkte Städte darstellen. Besonders große Städte werden durch große Punkte und manchen Karten auch mit Quadraten dargestellt. Kleinere Städte mit kleineren Punkten und noch kleinere mit weißen Punkten. Das ist aber immer von der Karte abhängig, weswegen ein Blick in die Legende so wichtig ist. Verstehe. Warum müssen wir denn jetzt noch weiter reinzoomen? Na, weil Saalfeld eine kleine Stadt ist im Vergleich zu Metropolen wie Berlin. Metropolen sind besonders große Städte, welche 1 bis 5 Millionen Einwohner haben. Gut.
Da muss man aber auch wissen, wie groß ein Kilometer auf so einer Karte ist, oder? Steht das auch in der Legende? Ja, sehr gut. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video. Einverstanden. Gibt es nur Karten, auf denen es so grün ist wie hier? Ich meine, ich dächte auch mal Karten gesehen zu haben, wo Flüsse und Seen eingezeichnet waren und auch sowas wie Berge und Hügel. Ja, die gibt es. Wir haben uns bisher nur politische Karten angeschaut, also Karten, auf denen nur Ländergrenzen eingezeichnet waren. Es gibt Karten für viele Anwendungsgebiete. So eine, wie Sie sie meinen, nennt man topografische Karte. Da werden Wälder, Flüsse, Seen, Berge, Hügel, Täler angegeben, damit man das Gelände vor einem einschätzen kann. Zum Beispiel zum Wandern oder Radfahren ist es besonders wichtig, aber auch für Bau von Gebäuden und so weiter. Okay. Und jetzt sind wir so rangezoomt und ich sehe immer noch kein Saalfeld. Wo liegt denn das nun? Na da. Oh, das ging schnell. Und was sind das für Linien drumherum? Das ist der sogenannte Landkreis. In dem befinden sich viele Gemeinden. Gemeinden sind zusammengeschlossene Dörfer, welche dann vom Landkreis teilweise gesteuert werden. Also von der Stadt, die bei ihr liegt. Okay, ich habe auch schon mal gehört, dass es Landeshauptstädte geben soll. Welche ist denn die Landeshauptstadt von Thüringen? Das ist Erfurt. Jedes Bundesland hat eine Landeshauptstadt. Die schauen wir uns jetzt auch noch zum Schluss an. Okay, aber ich lasse Saalfeld an. Das ist in Ordnung. Ich habe da eine Idee. Du sprachst doch vorhin von Stadtstaaten. Da sind sicher die Namen auch gleichzeitig die Namen der Landeshauptstädte. Genau. Hui. Und dann gibt es da noch München, Stuttgart, Wiesbaden, Saarbrücken, Düsseldorf, Magdeburg, Dresden, Hannover, Potsdam, Schwerin, Kiel und Mainz. Hey, super. Und da liegt Saalfeld. Jetzt zoome ich nochmal raus. Ich sehe es immer noch. Und jetzt mal auf die Welt umstellen. Prima Idee. Jetzt weiß ich, wo Saalfeld liegt. Cool, ich danke dir, Balduin. Nicht zu danken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Balduin. Ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen zur Kartografie von Thüringen. Und wenn es euch gefallen hat, na, dann lasst doch ein Gefällt mir da und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. In jedem meinem Video gibt es ein Übungsblatt, bei dem ihr dann auch immer das Thema üben könnt. In diesem Video war es halt die Videobeobachtung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!